Oh mein Gott, Galaxy 3, oh mein Gott. Peggy 18. Peggy 18, oh shit, Peggy 18. Geh direkt los. Cyberpunk für Switch? GTA 6. GTA 6. Das als erstes auf Switch rauskommt. Das ist Spaß. Oh mein Gott. Und diese Musik, endlich wieder. Moin, Lenz. Amen. Moin, Lenz. Moin, moin. Wir sind schon im Stream, wir gucken den von Nintendo Deutschland, den Stream. Ich muss weinen. Okay. Ah! Ist das schon direkt der erste Treffer? Ist das Xenoblade? Das ist auch Xenoblade. Das ist Xenoblade! Ja, guck mal an. Kann man direkt das erste abhaken hier. Nice. Ach, habt ihr euch eine Checklist gemacht? Wir haben eine Bingo, wir spielen Bingo. Ah. So, wow. Eigentlich manche Sachen doppelt? Bei beiden. Nein, es gibt, also auf jeden, ja, bei allen. Ja, ja, bei allen sind die gleichen 25 drauf, nur in anderer Reihenfolge. Xenoblade ist bei mir fast an der gleichen Position. Na, ist nur meine, ein Feld verschoben. Auf einer Karte zweimal Xenoblade. Nein. Interessantes nicht. Outfit. Ah, Xenoblade ist schon mal abgehakt, Jungs. Check. Als ob Xenoblade als 18 Xenoblade ist. 18 ist. Ich dachte, das wäre so ein nein, normales das ist nur, Game. Weil die Direct ab 18 ist. So. Ist okay. Andererseits bei dem Outfit, was diese eine da vorhin anhatte. Du meinst Pyra? Vielleicht? Kann sein. Ich weiß nicht, ich die hatte auf jeden Fall, die hatte so brennende Haare. Kann gut sein, dass sie Pyra heißt. Pyra ist die mit dem, die hat pinke oder rote Haare. Pinke. Die hat ein interessantes Outfit auf jeden Fall auch. Vielleicht ist das sogar Smash, vielleicht ist es Verarschung, das ist Smash-Character. Nee, ja, Sorry, safe, die kommt jetzt nach Smash. Safe. Safety hat jetzt Smash in der Hand. Smash-Brief. Ja, das zählt dann nicht, ne? Siehst du, ich wusste es! Ich wusste es! Guck mal, Smash kann man auch direkt abhaken. Ist doch schön. Nein. Ist schön. Ja, aber lassen wir das jetzt abgehakt, oder? Ah, doch, das zählt, Leute. Das zählt. Wo ist Smash? Ich find's nicht. Smash und Xenoblade auch nicht. Smash und Xenoblade kann weg. Okay. Oha, bei der einen Karte schon zwei nebeneinander. Jetzt geht's los. Echt? Aber bei mir sind leider beide sehr weit voneinander entfernt. Bei mir sind die bis jetzt Smash und Xenoblade sind jeweils nur um ein Feld verschoben bei beiden Karten. Bei mir. Xenoblade ist bei mir sogar am gleichen Platz, aber Smash ist komplett. Tja. Wollen wir Wetten abschließen, wie lange jetzt noch Smash Charaktervorstellung geht? Boah, nee. Ja. 48 Minuten. Ich sag mindestens die Hälfte der Direct. Bitte nicht, dass das wieder sowas wird wie E3 2018, oder? Ach, guck mal. Ja. Mithra auch direkt. Freuen sich die ganzen Xenoblade-Fans jetzt? Ich kenn keinen einzigen. Lädt das bei euch auch manchmal? Nee. Nö. Ja, das aber wir streamen auch nicht nebenbei. Ja, genau. Ja. Oh, Qualität scheiße. Keine Sorge, hast du gerade Mario Kart 10 verpasst. Ja, aber ist geil, dass Smash direkt zuerst kommt, weil das war ja das Einzige, was... Hey, bei mir lädt's auch. Ja, bei mir hat's auch kurz geladen. An der gleichen Stelle. Okay. Bei mir hat's an der gleichen Stelle. Ja, bei mir lädt's jetzt die ganze Zeit top. Sorry für die schlechte Qualität, kann ich jetzt nichts machen. Ach, ja, da war ganz schön dickes Horn. Aber ich find's gut, dass sie jetzt halt Smash als erstes machen, weil das war das Einzige, was sie selbst auch schon confirmed haben. Ja. Das ist halt auch das Unspektakuläre quasi, glaube ich, jetzt von allen. Ja. Am Anfang kommt immer das, womit man schon, weiß ich nicht, so... Ja, das stimmt auch nicht. 2018 die Direct im September, die haben sie damals angefangen mit Luigi's Mansion 3. Das, da hat ja eigentlich überhaupt keiner mit gerechnet, weil gerade erst das... Anfang und Ende sind besonders, kann man genau sagen. Anfang und Ende sind immer die best krassesten. Ne? Super Smash Bros. Ultimate. 皆さん、
Xenoblades 2. Nur. Nintendo Direct Mini, Oh, nice. 最初にご覧いただいたのは Ach, das ist doch schön. Nintendo Direct. Schön, dass du uns nochmal sagst, was wir gerade gesehen haben. Hätte ich fast nicht mitbekommen. Natürlich. Hast schon wieder vergessen. Xenoblade 2で主人公レックスのパートナーとして登場する 彼女たちの活躍. Ah, ihr seid weiter im Voraus. Aber wahrscheinlich die meisten. Aber die meisten Leute haben sich ja Crash Bandicoot gewünscht, deswegen sind wahrscheinlich viele auch ein bisschen genervt vielleicht. Fall Guys? Fall Guys für Switch, steht das drauf? Geil. Ne? Da steht nicht drauf, oder? Das haben wir noch nicht gesehen. Hey, Fall Guys. Fall Guys. Ja gut, Fall Guys haben wir leider nicht auf unserer Karte. Aber Fall Guys war ja auch ein Gerücht, ne? Und das bietet sich auch sehr gut an der Switch. Wurde ja auch sehr häufig gewünscht. Da werden sich auch einige drauf freuen. Ja. Und auch, ich habe ein paar Freunde, die haben nur eine Switch. Oder ich kenne einen, der hat nur eine Switch. Und das ist schon sehr cool. Dann kann man halt mit dem spielen. Ist halt die Frage, ob Crossplay ist, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Stumble toward greatness. When Fall Guys Ultimate Knockout comes Sommer. Nintendo Switch ah, spät, ne? Sommer ist natürlich spät jetzt. Das Spiel gibt es ja schon letztes Jahr. Das ist spät. Oh, cool. Outer Wilds. Yo, das ist mega cool. Das ist nice. Oh ja. Da hast du tatsächlich überlegt, das Spiel nochmal zu spielen. Das ist mein Spiel 2019 gewesen. Sogar vor Luigi's Mansion 3. Outer Wilds. Sehr geiles Game. Danke, Nico, nochmal für die Empfehlung. Ja, kein Problem. Das musst du dir auch holen, Lenz. Jetzt da, weil du hast ja keinen PC, aber jetzt für Switch, wenn das kommt, safe. Okay, ja. Hey Nico? Ja? Könntest du dir Genshin auf der Switch vorstellen? Also meinst du jetzt als Ankündigung? Ja. Eigentlich schon, passt ja irgendwie auch. Meinst du, die Switch ist leistungsstark genug? Ich meine, wenn Handy ist leistungsstark genug. Gibt's auch auf dem Handy. Ich wollte gerade sagen, wenn Handy ja, aber da läuft's auch nicht gut. Why is the solar system trapped in an endless time loop? Ich habe ja ein relativ modernes Handy, aber selbst da läuft es nur so gerade eben in 30 FPS. Wilds. Outer Wilds. Was für Outer Worlds. Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games. Was denn jetzt? Ah, und jetzt kommen diese Lückenfüller. Girl, kreativer Name. Lückenfüller. Two deep cuts from Nintendo history coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch System. Suspense, hey, that's Genshin. Drama, and twists and turns await at every corner. Villager B. That's Pokemon. As you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. But that's not the only case to crack. So diese Momente, die man kicken kann. Ich wette, da sitzt jetzt keiner zu Hause, der auf so ein Spiel wartet. Also ich finde mir wird es bestimmt geben. Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht absolut cringe oder so. Also nee, das noch nicht. Da gab es schon Schlimmeres in Direct Minis und so. Also ich meine, es ist ein Detektiv-Game immerhin. Also das ja, also von der Qualität her sieht es ganz gut aus. Von der Grafik eigentlich. Ich weiß nicht wieso, aber es hat mich ein bisschen an Doki Doki erinnert. Aber das sagt mir gar nichts, das Spiel. Überhaupt nichts. Vielleicht wegen dem Club. Ja, weil es ja bislang nicht in Europa verfügbar war, haben sie ja gerade gesagt. So, jetzt wird ja lokalisiert jetzt für Europa. New Age of Battles, let's go. Was ist das jetzt? Und ein Kampfgame. Kriegsgame, was soll ich? Oh. Stickfight. Stickfight, ja, cool. Ghost of Tsushima für Nintendo Switch. Ich ist hier Mordor. Mordor auf dem Switch.
Ja, wenn der Trailer schon laggt, freue ich mich ja, drauf. Ja, echt. Oh, das war ja auch hier bei Hyrule Warriors, das war ja auch unter aller Sau. Ach, was heißt sogar Samurai Warriors? Super. Oh. Aber Hyrule Warriors, Alter, wie das geleckt hat, das Spiel auf der Switch. Boah. Oh. Oder auch Bowser's Fury teilweise. Boah. Samurai Warriors Dive into the history of the Sengoku period, as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics. Das sieht auch geil aus. Nintendo Switch. Das ist auch schon... Da gibt's auch ein anderes Spiel schon für Switch. Oder es gab's auch als Gerücht. Das haben wir leider nicht auf unserer Karte. Find the mystical mana tree seen in a dream. Das sieht schön aus. Das sieht schön gemacht aus. Before discovering the world map. Ja, also so diese 16-Bit-Games, ne? Your travels, man hat require special items called artifacts. Place them on the map to bring towns. Aber ich glaube, das ist kein Spiel für mich, aber... Naja, für mich auch nicht. It's up to you on when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Also bis jetzt hat das schon mehr Qualität als eine Direct Mini. Join ja, forces with allein schon wegen Smash Character. Square off against fearsome monsters. Ich meine, die Direct Mini letztes Jahr, die eine da im März, die war ja absolut lost, da war ja gar nichts. Nicht eins, sondern Nintendo. Und wo die japanische noch länger war. Ja, nee, das war die Partner Showcase, die Arrangement and the original sound. Oh, die waren ganz schlimm. Das war alles gleich scheiße. Das war ein Kopf. Die waren richtig schlimm. As well as the new minigame Ring Ring Land. Pokémon. Das sieht auf jeden Fall aus, als würde es da reinpassen. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Cool, dass es kommt. Was ist das denn, Alter? Glurak. Sharknado, the game. Neues Pokémon, TK. Ja, ich wollte gerade sagen... Okay. Monster Hunter. Ah, das ist Monster Hunter Rise, oder? Ist das Monster Hunter Rise? Ja, perfekt, kann abgehakt werden. Sicher? Sicher? Ist es Rise? Ist es Rise oder ist es das andere? Die haben noch zwei. Keine Ahnung. Müssen wir abwarten. Weil die haben, ich meine, die haben zwei Monster Hunter angekündigt. Das andere war so. Irgendwas mit Story, ne? Irgendwie sowas. Ich kann jetzt nur hoffen, dass es Rise ist. Wäre lost, wenn die jetzt das andere zeigen und das in Rise nicht. Und deswegen, Yannick, deswegen sag ja, Capcom-Sachen werden bei Nintendo angekündigt immer. Das sieht gar nicht so bad aus, das Game. Also grafisch. Nee, das sieht sehr gut Monster aus. Aber auch Monster Hunter ist auch immer gut optimiert für die Switch. Ja. Charakter sehen schon gut aus. Das ist doch was für dich, Lance. Eigentlich, ja. 50 Jahre ago, Kamura Village was attacked by the Rampage in Magnum Malo. Jetzt habe ich auch mal zwei nebeneinander tatsächlich. Ich habe auch schon mit mit Smash und Xenoblade habe ich auch zwei nebeneinander. Aber das ist, soll jetzt Monster Hunter Rise sein oder wie? Ja, ich habe jetzt mal ein Kreuz gemacht bei Monster Hunter Rise, also wenn es gleich das andere ist, muss ich dann wieder weg. Wir haben aber nur Monster Hunter Rise auf der Liste, ne? Weil das andere ist eigentlich so ein kleines Game, ja. Das ist keines der Hauptreihe. Aber das sieht schon größer aus. Ja, das sieht auch eher nach einem richtig kranken Monster aus. The Rampage. How long MH Rise. Hey, yo, Monster Tour. Da ist es! Da ist es, Jungs! Jawoll! Seht ihr mal. Nummer 3. Zack. Okay. Ich hab jetzt auf beiden Karten schon zwei in. Also, ich hab schon dreimal eine Zweierkombination in einer Reihe. Alter. Ich glaube, in die richtige Richtung. Ich bräuchte jetzt Pokémon. GTA 5 und Mario Kart 9 fehlen. Oh, das ist geil. Ich bräuchte jetzt Pokémon, Bayonetta und Mario Kart. Guckt euch diesen Controller. Ich bräuchte jetzt GTA 5 und Mario Kart, dann hätte ich eine Reihe, dann hätte ich Bingo. GTA 5 ist aber unrealistisch, deswegen wird das schon nichts werden. Aber Mario Kart, ne, dann hätte ich schon fast ein Bingo.
Dann gehe ich hier komplett durch die Decke. Neues Mario Kart oder neues Donkey Kong Country, dann gehe ich komplett durch die Decke. Boah, hätte ich auch können. Aber am meisten durch die Decke gehen würde ich immer noch bei Galaxy 3. Oh, Mario! Ja, okay, Mario Sports! Let's go! Mario Sports, weg damit! Mario Sports, 3D Mario? Zack! Nicht nur Mario Sports jetzt, ne? Mario Sports kann weg. Weil das ist ja jetzt Golf, es zählt ja dazu. Sport. Nee, Golf ist kein Sport. Nein, natürlich zählt es jetzt. Oh, ich hab das hier gar nicht. Auf einer Liste fehlt mir was. Ist die Anordnung nur anders oder fehlen auch... Ist nur die Anordnung. Ja, wo hab ich denn Mario Sport? Ah, da oben rechts, okay. Boah. Jetzt hab ich 2x2 nebeneinander schon auf der einen Karte. Auf der anderen Karte hab ich gar nichts, aber auf der einen hab ich 2x2 nebeneinander. Das gibt aber schon 4 Treffer. Ja. Crazy. Das war's aber für heute, ne? Mein Mario-Style. Da würde mich jetzt mal der Preis interessieren. 70 Euro. Ich sag 40. Nico, was ist eigentlich N? Weil wenn das ein Vollpreistitel ist, das wäre schon miese Abzocke. No More Heroes. No More Heroes 3. Okay. Was ist das? Hä? Okay. Mini-Golf? Das ist so Mini-Golf-mäßig oder was? Lol. Ey, bitte Online-Modus, ne? Ah, lol, man rennt gegen. Ach so, lol. Das ist so ein bisschen Race. Das ist ja geil. Bitte lass Online-Modus. Jo, was geht? Online-Modus. Ja, okay. Ey, ich hoffe, das hat jetzt Online-Modus, ne? Ja, also wenn Nintendo Online nicht langsam mal hinkriegt bei solchen Games, dann weiß ich auch nicht. Das muss Online-Modus haben, weil sonst ist echt... Ja, safe. Der Golf-Story-Modus. Ist ja immerhin die Switch. Ist ja jetzt nicht die... Aber es sieht gut aus, es sieht so gut aus. Ja. Das sieht schon es sieht so hübsch aus. Zumindest es sieht, es ist wunderschön. Oh nein, die Mies. Bei mir hat der Stream sich zurückgesetzt. Warum zeigen die ja schon auch. Lass mal zwei machen nochmal. Ja. Lass mal alle noch einmal nochmal alle mal zwei machen, die wieder bei Ursprünglichkeit. Okay. Aber ja, mir hat sich das mit dem Story-Mode zeigt, haben wir jetzt schon zum zweiten Mal. Wer hat das sofort in Dots auch einmal gezeigt? 25. Juni. Ja, super. Mario Golf Super Rush, 25. Juni 2019. So. Jetzt bin ich wieder live. Geil. Ich habe zweimal Geschwindigkeit gestellt und jetzt hängt's. Ja, aber das, ja, der lädt kurz. Ah, jetzt geht's. Ja, ja, danach geht's. Okay. Jetzt sehe ich einen Ball fliegen. Ja. Ja. Jetzt funktioniert's. Ja. Jetzt die gleichen 10 nochmal. Ja. Aber warum wiederholt ihr das alles nochmal? Oh, Nintendo Switch Highlights. Ich bin Highlights. Ich bin GTA 5. Oh, wenn sie es schon nicht auf dem Bild ankündigen, dann ist es was Krasses. Oha. Ja, oder auch nicht. Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese. Steht das drauf? Nee, ne? Nee. Hey, bei mir hat schon wieder gedacht. Ja, bei mir auch. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Das haben die gar nicht so online gesagt, was das Golf-Game angeht, ne? Also wenn es guten Online-Mode hat, weil die stellen ja jetzt auf Server ab April, dann würde ich es mir gönnen. Aber nur dann. Ja, dann könnten wir es mal zusammen zocken, das wäre voll geil. Ja. Nochmal Capcom, ganz viel Capcom. Dann würde ich es mir auch holen, wenn es Multiplayer hätte. Also Multiplayer online. Und das wird nur Sinn machen. Was du Scheiße, was ist das? Ah, das sind also die Switch-Highlights. Ah, ja, verstehe ja, 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 gute Direct, ich merke schon. Wenn das so weitergeht, dann ein dickes F. Das sollen die Highlights der... Ja komm, aber wir haben halt auch schon Smash, Monster Hunter, Mario Sport, also... Mal kurz, in welcher Welt ist das ein Highlight? Ja, das hier, ja, nee, das ist kein Highlight. Sieht schon besser aus, als andere Spiele. Cooles Highlight, Nintendo. Nice. Da freue ich mich drauf. Ich kann doch nicht Highlights ankündigen und dann nur so Kack-Games durchrushen. Ja. Wo so jedes Game eine Minute bekommt. After annihilating an entire city, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und now hosts an intergalactic superhero ranking tournament to decide. Wird das auf der Liste? Ja, No More Heroes 3. No More Heroes 3 ist auf der Liste. Ich hatte mich gerade gefragt, weil ich den Charakter kenne ich halt aus No More Heroes 3, aber der hat ja irgendwas anderes am Anfang gesagt.
to enter each boss fight. Ah, No More Heroes 3 ist fertig. Oh, jawohl. Noch Metroid und GTA und ich hab Bingo. Ein 2D, 3D Mario, Pokémon Bayonetta brauche ich. Ja, Pokémon Bayonetta und Mario Kart, das wäre geil. Mario Party, Pikmin, Ace Attorney, das wird geil. With a new and improved jetzt musst du auf Match Void, GTA 5 und Ace Attorney kommen. Oder Mario Kart 9 und GTA 5. Da hätten wir's. Get ready to kick some stream hang. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir nicht. Bei mir war das gerade auch. Nochmal Heroes 3. Oh, da hat der Nike schon wieder gecallt. Er hat das gecallt. Guck mal, erste Jahreshälfte 2020 haben sie gesagt, da ist jetzt schon August dritt dabei. Demons in oh, Annapurna. Okay. Annapurna hat, ach hier, Outer Wilds. Why do they need assassins in heaven? The fuck? To do someone's dirty work. Wie ist eigentlich, das sind eigentlich die Fußballspiele ausgehören? Oh, das sieht cool aus. Dortmund hat 3, 2, 3, 2. 3, 2, ja, ja. Ah, Stream hängt. Ah, Porto hat den Jugend. Ja. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. Ich hab keine Ahnung. Diese Masken, komplett zerstört. God's judgment. Japanische Firma, da wundert mich gar nichts. Uncover Heaven's Mysteries. Winter, was ist das hier eigentlich mit erster Jahreshälfte, was ihr geschrieben habt? Was für eine Lüge einfach. Was für eine dreiste Lüge. Was ist das denn? Superhero Girl. Ach, jawohl. Scheiße, was ist das denn? War das links? War das Wonder Woman? Ganz links, die sah ein bisschen Hilfe. Das hätten sie doch auch wegplatzen können. Ach du Kacke, Alter. Das, ja. Ja. Erklärt sich von selbst. Deswegen, also Peggy 18. Ja. Sexueller Content drin, ja. Das erklärt so einiges. Ich meine, für Kind, für kleine Mädchen oder so. Für kleine Mädchen. Die kleine Mädchen, die Superhelden mögen, meinen Weg. Willst du damit etwas sagen, dass so ein Spiel nicht von Jungs gespielt werden kann? Doch, natürlich. Aber die spielen ja wahrscheinlich eher, hier Leo Marvel. Also die Meinung würde ich an deiner Stelle ja nochmal überdenken. So hat auch noch eine. Oh, was ist das für ein Trash-Ding? Ach, keine Ahnung. So was ist man doch nur vom Nintendo DS oder 3DS gewohnt, so ein Spiel. Würde ich mir aber bei mehr als der Hälfte der Spiele, die sie heute angekündigt haben, denken. Dieses Zombie-Game, das würde ich nicht mal auf dem 3DS vermuten. Oh, shit. Beta Juni, Leute, haltet euch bereit. Ich schrei mal. Jawohl. Yay. Ready the juice cannons, prepare for battle. Saftkanon? Was ist das? Saftkanon, oder? Ach, Blitz Zombies. Ja. Was, welches Spiel gibt's denn davon noch nicht auf der Switch? Garden Warfare 2 oder so? Keine Ahnung, wie heißt das? Keine Ahnung. Nee. Meint ihr, es kommt noch Galaxy 2? Keine Ahnung, was fragst du mich da so random? Oh, ich will noch was zu Mario haben. Ich will noch ein Mario haben. Komm ja, chill schon. Mal, Alter, jetzt. Wir haben noch nicht das Ende erreicht. Eben, wir haben die Hälfte gerade. Wir haben ja noch nicht das Before We Go. Wir nicht mal Zelda Card. Ich hoffe halt, dass das letzte Ding kein Breath of the Wild 2 ist. Also irgendwas, was man noch nicht weiß am besten. Das fände ich schön. Ja, am besten was ganz Neues. Ja, so ein Galaxy 3 zum Beispiel. So, wo man sich so ein Oh mein Gott Moment einfach. Ja, genau. Was ich mir mal wünschen würde, also jetzt unabhängig von dieser letzten Ankündigung, wären Remakes von alten Mario und Luigi Teilen. Das machen sie doch, da haben sie doch ganz viele von gemacht für ein 3DS. Ja, für ein 3DS, aber ich glaub, für ein 3DS, so ein richtig schön aufgehübsches. Also für ein 3DS haben sie. Ich glaube, bis auf Mario und Luigi 2 sind alle schon Remake geworden. Echt? Auch Partners im Kampf? Ach, hier, das ist doch bestimmt Tomodachi. Ist das Tomodachi Live 2 oder sowas? Ja, das ist Tomodachi. Das ist doch Tomodachi. Ja, ja, safe. Oder wie sowas, Mitomo oder sowas? Ja, Mitomo.
Ach du Scheiße. Das gab's für den 3DS. Ja, ja, das kenne ich. New 3DS. Das war richtig gut. Das wird jetzt vom 3DS zu Switch geportet. Top. Weil das so gut war. Haben sich alle gewünscht. Alle sitzen jetzt nach Hause und denken, ja, ja, es kommt endlich wieder die Switch. Wunderschön. Ja, diese Haare, diese bouncy Haare. Ja, ja. Ah, es sieht so gut aus, Leute. Das ist Michael Jackson gewesen, ganz rechts. Ich hab ihn genau gesehen. Es sieht so gut aus, ich liebe es. Kappa. Wann kommt's raus? Ich kann nicht mehr warten. Ich will's haben. Ach, wie teuer ist das? Ach, scheißegal. Kurz war das nicht so ein kostenloses Game auch für ein 3DS oder so, was man da standardmäßig hatte? Oder gab es da irgendeins, was man irgendwie standardmäßig hatte auf dem 3DS? Ja, Tomodachi Life war das, glaube ich. Nein, das hat nicht. Meinst du dieses UFO-Spiel, wo man seine eigene Fresse abschießen muss? Nee, das ja. Nicht, aber da gab es auch sowas mit so Mii-Charakteren, die so Ritter und sowas sind. Das gab es aber kostenlos. Was? 21. Mai, ja, das ist in dem Monat, wo ich Geburtstag habe. Oh mein Gott, yay! Das ist ja schon mal das perfekte Geschenk. Schön. Mike, das wünsche ich mir. Aha, Animal Crossing. Items im Super Mario. Ja, das ist das Animal Crossing Update. Let's go. Geil, Alter. Schon immer gewünscht. Oh mein Gott, jetzt kann ich aussehen wie Luigi und Mario. Yeah. Oh, es gibt Coins. Oha, ich hab jetzt sogar eine reale Chance, jetzt tatsächlich Bingos zu kriegen. Jetzt wie ich es hier gerade so sehe. Das heißt, wir haben Animal Crossing, ne? Oh, Animal Crossing ist... Okay, aber also sieht gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist genau. Das Problem ist, da haben sich alle darüber beschwert, dass sie das hoffentlich nicht machen, weil das ist, haben die auf dem 3DS schon gemacht, das ist einfach nur rübergeportet auch wieder. Achso, okay. Ich hatte halt selber keinen 3DS, deswegen habe ich New Leaf auch nicht gespielt. Was ist mit Super Mario? Haben wir das als einzelnes Ding hier auch noch? Nein. Also 2D, 3D Mario habe ich zusammengepackt, aber ansonsten... Nur Animal Crossing haben wir, okay. Dann noch ist alles offen bei mir. Es kann auch alles passieren, du. Aber schön, dass noch Updates kommen und so. Ich mag das Spiel, obwohl ich es selten spiele. Ich mag es. Das ist ein entspanntes Spiel. Das war ich mittlerweile das meistverkaufte Spiel. Na, wie fanden Sie den Nintendo Direct? Ich schalte auf das nächste Mal hin. 50 Minuten waren Tippfehler, wir meinten eigentlich 20. Tut uns sehr leid. Super Mario Bros. 35-Jahr. Jetzt kommt der Geburtstag. Ja. Was kommt jetzt? Und jetzt nicht ein Trailer dafür. Jetzt kein Trailer eine Woche später. Bitte. Sie haben auch an diesem Mario Anteil Freude? Achso. Oh. Was wird das sein? Zelda? Ist das Zelda? Zelda oder nicht? Als Maul. Das ist. Hä? Nein. Keine Ahnung, was ist das? Was? Maximierung des Nutzens. Was ist das? Ich glaube, die Charaktere kann. Wahrscheinlich alle Fanboys jetzt gerade. Wie könnt ihr das nicht kennen, WTF? Oder ist das was Neues? Das Bravely DV2. Ja, können wir abhaken. Steht das drauf? Ich glaube, das ist Bravely Default 2. Ja, das haben wir. Ah, jo, da. Jawohl. Was ist das? Bravely Default 2 müsste das sein. Aber das war ein schlechter Übergang. Zelda und Persona, dann habe ich Bingo. Von Mario zu so einem Spiel. Oder Mario Kart 9 und Ace. Und noch Mario Party und Zelda. Das ist realistisch. Okay. Jetzt auf einer Karte habe ich jetzt 3 Reihen, wo ich nur noch 2 brauche. Ich brauche jetzt noch Kirby, Hollow Knight und Zelda. Hä? Warte mal. Project Triangle Strategy? Nico? Das ist aber nicht verarscht jetzt. Das hat den gleichen Grafikstil gehabt wie Bravely Default 2. Salz, Eisen. Was soll das Scheiß? Pokémon Salz und Eisen. Jungs, spiele nur mit ihrer Grafik zu Eisen. Das ist auch gefährlich. Also ist das das nicht, oder? Ich glaube, Bravely Default 2 muss wieder weg, Jungs. Einfach Steuerung Z, dann geht's wieder weg. You are all that remains. Ich werde reingebetet werden. Ja. Danke, Nico, ey. Man hat dich schon offen. Oder ist das irgendwas mit Octopath Traveler wie Octopath Traveler 2, das ist auch so ähnlich. Oh. Der Name sagt mir irgendwas schon alles. Boah.
Kampfsystem. Wunderschön. Oh nö, die stellen das jetzt aber nicht wieder komplett vor, oder? Oh, wenn das jetzt wieder so 10 Minuten geht. Es wird langsam eng, Jungs, ne? Wir haben noch 40% der Kompensation. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Wow. Ich verstehe jetzt nicht, warum die für das Spiel ausgerechnet so einen größeren Trailer. Was ist Link der eine Typ? To create water terrain. Then electrify the area with lightning. Ich gedacht, ich dachte, Nintendo hätte die dann weggebannt, einfach den Namen Link benutzen für einen Krieg. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Alter. Boah, wie lange geht das denn jetzt noch? Ich mag, wie die so tun, als wäre das so eine Weltneuheit. Filmsequenzen im Spiel, oh mein Gott. Krank. Nutzdenken. Oh, unser Trailer, ja. Your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and reicht jetzt. Ja, es ist ein neues Quantic Dream Game, glaube ich, heimlich. Die Entscheidung beeinflusst die Story, ich sehe schon. Reicht jetzt. Ist Detroit 2. Prince Roland to Esdrost. Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favorite cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced. Ist das jetzt für die Direct synchronisiert oder ist das im Spiel auch so? Nee, sieht sogar im Spiel tatsächlich auch so aus. Das finde ich interessant für so ein Spiel mit Voice Acting. Also mit. You will see what true might is. Wer weiß. Project Triangle Strategy. Oh, von Square Enix. From Square Enix will launch in 2021. Erste Hälfte des Jahres. Ja, erste 2021, man kennt sie ja. After this presentation, ich meine, die erste Hälfte des Jahrzehnts. Ah, aber die Demo, die kommt. Die Demo, so. Oh. Dann ist ja gut. Wir sind gerettet. Feedback-Umfrage. Erstmal sagen, warum habt ihr so ein Blatt Direct weggenommen? Ich da gerade im Chat hat irgendwer Genshin reingeschrieben. Spam alle Genshin und Star Wars. Ja, weil es wahrscheinlich so aussieht. Das Spiel sah jetzt nicht gerade aus wie Genshin. Ja, das ist doch so Star Wars. Die Trollen. 1-2 Star Wars. Kennst du nicht die Chat? Oh lol, Star Wars ist wirklich Star Wars. Star Wars, ja. Star Wars, oh mein Gott, geil. Predicted. Warum guckst du denn den Chat? Oh nein, das wird Star Wars. Ich hab halt nur Kino-Modus, dann ich seh so die obersten zwei Zeilen. Nein, oh nein, das ist Star Wars Hero, Galactic Heroes oder wie der Scheiß heißt. Dieses Handy-Game? Ja, das ist das Mobile-Game für Switch. Nein, Star Wars Hunters. Das ist was Neues. Oh. 2021, Star Wars Hunters. Ja, ja. Kostenloses Online-Spiel. Ja, kostenloses Online-Spiel. Wenn du Nintendo Switch online hast, ist es kostenlos. Third-Person-Shooter. Geil. Okay, okay, das ist geil, das ist geil. Star Wars Hunter. Merke ich mir. Triple bladed war axe, spear of misery, Hades soul devouring crossbow. A princess is supposed to leave her people stuck up in some tower waiting for a hero. Keine Ahnung. Ich habe gerade nur auf dieser Karte, die kurz gezeigt haben, habe ich nur die gesehen. Sieht aus wie so eine Art neu, irgendwie zweites Smash oder so mit irgendwelchen richtig unbekannten Charakter. Das sieht aus wie von CS:GO. Einfach CS:GO. Okay. Knockout City. Kennt sie nicht. Oh nein, was ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist der Aimbot. Warum? Das sieht
da 3D modelliert, aber in den Szenen ist sie eine 16-Bit-Charakter. Wahrscheinlich, weil sie. Ja, weil sie in 16-Bit. Da, wo sie herkommt, so aussieht. Ja, ja, aber warum sieht sie dann das Spiel nicht so aus? Das ist mal meine Frage. Für die. Aber es sieht nicht schlecht aus, irgendwie. Die Sims. Okay, Team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? You're not a team if you're not wearing a uniform. This is a war zone, not a bloody. Ja, das sieht cool aus irgendwie. Ja, aber was macht man da? Also man passt sich einen Ball. Ist so, sowas wie Völkerball irgendwie. Ja, Fußball oder Volleyball. Fußball ist es garantiert nicht, ne? 1-1 Fußball. 21. Mai, Knockout City. Okay. EA Origins. EA. Ja, kann ja nur toll sein. Schrott. Schrott. Oh, Danganronpa, von den Machern von Danganronpa. Das ist für viele Leute wahrscheinlich interessant. Ein Theme Park. The 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. Mal wieder englische Synchro bei Anime ist immer richtig schlimm. The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Das Spiel jetzt auch nicht. Leute, ich mein Name mies an. Side scrolling action with suspenseful narrative. Komisch. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? Hauptsächlich für die japanische Zielgruppe von Nintendo. World's End Club. Venturing onto Nintendo Switch. Die Japaner feiern solche auch Games im Anime-Style auch richtig an. Ach, Hades, scheiße. Na gut, das hätte man sich auch denken können. Man ist ja eins der Spiele des Jahres gewesen. Game of the Year Awards is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. Alles hätte man auch hinzufügen können zu dem Bingo-Ding. Naja. Ach, du hast sie selber gemacht? Aber ich konnte nur 25. Ich wollte eigentlich 36. Dass man dann irgendwie nur 4 in einer Reihe aber trotzdem haben muss oder so. Keine Ahnung. Aber es ging nur 25. So musste ich auch einige schon zusammenfügen quasi zu größeren Kategorien. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Jungs, ich glaube, wir kriegen kein Bingo mehr. Again, or for the first time. Nee, glaube ich noch nicht. Zitat Nico, nicht die Hoffnung aufgeben. Hoffnung stirbt zuletzt. Three deadly action games, aber es ist viel zu spät. Also wir brauchen ja alle noch mindestens 2, ne? Jeder braucht auch mindestens noch 2, oder? Also mir ja, fehlt irgendwie auch mindestens und das ist der große Hit. Ich habe aber die 3 Möglichkeiten, um mit 2 zu gewinnen. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great people with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with a different set of lethal skills, gerade eine, so along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Oh, bitte lass dir diesen letzten Trailer nicht Zelda sein. Bitte lass den finalen Trailer nicht Zelda sein. Ich glaube aber, das wird Zelda sein, das letzte, also. Das können die nicht machen, die können nach anderthalb Jahren nicht, also die müssen irgendwas ultra krasses ankündigen. Also wirklich was Neues von Nintendo selbst, was Neues. Ne, es ist ja nicht mal von Nintendo. Ne, ein neues First-Party-Game haben sie noch gar nicht angekündigt. Ninja Gaiden Master Collection. Weil das Mario Sport, das wird von Camelot entwickelt, das wird nicht von Nintendo selbst entwickelt. Also haben sie noch gar nichts Neues angekündigt von sich selbst. Es gibt noch gar nichts direkt von Nintendo, noch nichts Gutes. Hyrule Warriors. Jetzt kommt langsam Zelda, langsam. Ja stimmt, das zählt für Zelda. Hyrule Warriors zählt für Zelda. Ja, okay. Zelda, Abfahrt. Zelda habe ich zusammengefasst in alles, was Zelda betrifft. Das habe ich sogar bei mir genau in der Mitte, Zelda. Das ist jawohl. Noch eine Möglichkeit, um mit 2 zu gewinnen. Jawohl, eine Möglichkeit, um mit 2 zu gewinnen. Noch Hollow Knight und Kirby. Oder Bayonetta, Donkey Kong oder 2D Mario. Oder GTA 5 Party Mario. Party Mario. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oder Metroid und Mario Party. Nein, Erweiterungspass schon wieder. Oh, da wird. Oh, nein. 1999. Alter Vater.
There's even more coming to Nintendo Switch. Oha. Bravely Default 2, oh. Perfekt, da ist es diesmal. Oh, ich brauch noch einen. Ja, Persona nur noch Persona. Mario Party, let's go. Was brauche ich denn noch? Ah, ich brauche noch zwei, immer noch Minimum. Ja, aber mir auch, das bringt nichts. Oder Galaxy 2 und GTA 5. Ja, Galaxy 2 und GTA 5. Kommt nicht. Scheiß mal auf Galaxy 2, ich will Galaxy 3, ja. Wenn Galaxy 3 kommt, dann zählt das aber auch dazu, ja. Das zählt dann auch bei Galaxy 2. Zählt vor allem zu 3D Mario. Galaxy 2, ja genau, zählt zu 3D Mario. Ja, okay. Ist ja was Neues, ist ja ein neues 3D Mario, stimmt. Local co-op play is also available for the first Lukas, time. Help Arthur in his quest with one of three supporting characters. Barry for defense. Was fehlt euch jetzt noch? Carry for transportation or Archie Persona 5. Ghosts and Goblins Mario Party, wie auch immer, keine Ahnung, wie man ausspricht. Also Mario Party ist schon confirmed, dass ein neues kommen wird, aber wer weiß, ob es jetzt angekündigt wird noch. Das ist es doch, oder? das ist Mario Party. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acelus. Ich frag mich, wenn wir andere Karten bekommen hätten, ob schon einer Bingo hätte. Ich meine, wir haben schon 8 sind schon abgehakt, das kann schon... Apex Legends ist storming onto the Nintendo Switch. Apex Legends. Wo ist das nicht aufgeschrieben? Geil, Apex Legends. Das sieht ja richtig gut aus. Lecker. Oh, schön pixelig. Das sieht so aus, wie als ich das noch mit meiner 750 Ti gespielt habe. So sieht das aus. Also original, wirklich. Es sieht genauso aus. Apex Legends auf den Settings beim PC. Ach du Kacke. Aber wenigstens gibt's das, du weißt. Das ist kostenlos. Mhm. First-Person-Shooter für eine Konsole. Ein kostenloser Battle-Royale-Shooter. Cool. Ein bisschen was. Kann man. Aber ihr könnt doch nicht immer so. Ich glaube, jetzt kommen die größeren Dinger noch. Kann nix machen. Oh, Zelda wieder. Da ist es. Das Jubiläum. Ist es Breath of the Wild 2? Kreuz ich dann nochmal an, ja? Die Antwort ist nein, oder? Das heißt, die letzte Ankündigung ist nicht Zelda. Nicht Zelda, ja. Ja. Wir sind trotzdem noch mehr Zelda. Oder das ist jetzt die letzte, die geht 8 Minuten lang. Okay, die sagen zumindest, dass dieses Jahr noch kommt. Im Laufe des Jahres, okay. Warte, war es das jetzt? Nee. Wenigstens sagen sie was dazu. Ja, ja. Da waren sie schon mal sehr viel. Jetzt, ich sag Skyward Sword. Ich sag Skyward Sword. Ich hoffe. Ich auch. Skyward Sword. Ist mein Lieblings-Zelda-Teil. Ich weiß, da werden viele andere Meinung sein. Jawohl. Ja, das ist mein. Ja, ja, das ist Skyward Sword. Skyward Sword. Ja, ja. Da haben wir es. Da, geil. Ich hab gesagt, da ist es. Yes. Wir haben Skyward Sword predicted in unseren Predictions. Wir haben es im Video gesagt. Skyward Sword. Aber es ist kein Remake, ne? Es ist nur wahrscheinlich HD. Es ist nur HD-Port. Ja, ja. Es ist nur ein Port. Die Frage ist, machen sie nur das oder packen sie das noch zusammen mit, also hier, Domtendo, glaube ich, hatte zum Beispiel predicted, dass so eine Collection kommt. Das haben wir in unseren Dingens auch, in unserer Prediction auch gesagt, aber nicht, dass es kommt, sondern dass es nicht kommt. Also, weil Twilight Princess und Wind Waker gibt es halt schon. Gibt's halt beide schon auf der Wii. Jo, deswegen. Und jetzt kommt noch was raus, noch was bitte. Genau, deswegen macht es halt gar keinen Sinn eigentlich. Ja. Komm, noch was. Wii der Hatsubai Shita Skyward Sword ga Nintendo Switch ni toujou shimasu. Wii ban dewa Wii Remokon wo ken ni Nunchaku wo tate ni mitatete sousa shite imashita ga. Lass sie jetzt bitte nicht ewig darüber noch reden. Ich muss jetzt noch irgendwas anderes gucken. Aber das ist nicht Zelda, das ist nicht Zelda, die Finale. Oh mein Gott. Das kann doch nur geil sein dann. Ochiron, ken ya tate no sousa wa Joy-Con nihon mochi ni yotte saigen shite imasu. Oh, was? Muss man zwangshaft mit Joy-Con spielen? Ja. Ja, aber solange es besser funktioniert als mit der Wii-Familie, ist ja okay.
Na, also ich fand das bei Mario Party schon ziemlich behindert, dass man mit einem Joy-Con zwanghaft spielen musste zum Beispiel. Also das war komplett beschissen. Ja, aber ich meine, bei der Wii haben sich ja so viele Leute über die Steuerung aufgeregt bei Skyward Sword. Das war einer größten Kritikpunkte. War das nicht da, war Skyward Sword nicht das Spiel, was so ein, bei der E3 so ein mega Fail war, die Vorstellung, wo Miyamoto das nicht hingekriegt hat mit der Steuerung? Ah, es ist auch per Knopfsteuerung möglich. Okay. Ja, geil. Ich muss ja auch unterwegs spielen. Achso, ja, für die Switch Lite ist das natürlich. Wäre es praktisch. Ja. Aber mit Knopfsteuerung, Alter, göttlich. Geil. Da würde ich sogar ernsthaft drüber nachdenken, mir das zu holen. Ist das nicht das Game, auch ist Skyward Sword nicht das Game, wo Dom Ten noch diesen Rage-Anfall gekriegt hat? Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an so ein paar Rages. Da, wo dieser eine Typ diese Kürbisse hochgeworfen hat und der die mit dem. Genau. Und jetzt kommt noch was. Sieht nett aus. Das zählt eigentlich als. Ach, stimmt, Nintendo Switch Pro habe ich ja gar nicht auf der Dingens hier, sehe ich gerade. Hardware habe ich auch hier gar nicht drauf, naja. Ich habe ja gesagt Hardware vielleicht, aber ne? Ja, das wurde ja vorher schon angekündigt, mehrmals, ne? Wii で遊んだ方も、初めてプレイする方も、ゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。Kommt noch was zu Zelda oder war es das? Zelda の伝説、Skyward Sword HD. Auch nicht die erste Hälfte, aber. 4月16日発売です。16. Juli. Guck mal, jetzt haben wir Twilight Princess HD für Wii U und das jetzt erste, Zelda Skyward Sword. Ich meine, das ist mal wieder nur ein Port, beziehungsweise ja, ein Remaster, Remake, was auch immer. Aber, ein Port. Ja, es ist schon HD, aber es ist zumindest mal was First-Party-mäßiges. Aber da muss doch noch eine andere Sache kommen. HD-Port. Remaster-Port, keine Ahnung. Oh. Ist doch schön. ダッシュしたりすることで消費される頑張りゲーム。それは分かんない。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 分かんない
Das ist der Dreier. Ja. Platoon 3. Oh. Alter, wie weit seid ihr vorne? Holy shit. Ja, freuen sich die Splatoon-Fans. Yes! Ich freue mich drauf. Auch wenn ich es hier nicht gespielt habe. Ich will es haben. Ich will es haben. Ab in den Einkaufswagen damit. Geil. Yes! Ah, das ist das, oh. Das ist das Urchin Underpass, das Mario Kart 8 Deluxe. Und ich habe gestern gesagt, Splatoon 3, ich habe es gecallt. Mehr oder weniger. Oh, geil. Aber hier, Splatoon 3 ist jetzt das erste Spiel, wo zwei Teile für die Switch kommen. Also die Switch jetzt fängt, jetzt 2021 fängt die Switch an zu wiederholen. Spiele zu wiederholen. Das heißt, Mario Kart ist auch nicht mehr weit. Weil Splatoon Mario Kart 9. Mario Kart kam kurz vor Splatoon raus, 2017, da ist das neue Mario Kart auch nicht mehr weit. Aber schade, dass das jetzt... 2022, nein! Oh, aber schade, nein. Dass das jetzt die letzte Ankündigung war, um ehrlich zu sein. Oh, 2022. Och, warum so spät? Vielleicht überraschen sie ja. Oh. Naja, erste Jahreshälfte. Nintendo Switch では他にも色々なものを開発するので今後の続報をお待ちください。これです。今回の Nintendo Direct は以上になります。ご視聴ありがとうございました。Oh, das war's. Kein Mario Kart 9. Kein Mario Party. Ja, erneut ansehen auf jeden Fall. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ja, war jetzt eher so semi, muss ich sagen. Wow. Habe ich mehr. Ich bin froh, dass da, also was halt überwiegt, ist meine Freude, dass Directs zurück sind. Das freut mich. Ja, die nächste dann anderthalb Jahre. Der Inhalt war okay, würde ich sagen, für viele Leute. Also ist halt nichts dabei, was mich interessiert, persönlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute ganz okay, also für viele Leute echt ganz cool war.